Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Ich bin's wieder, Heiko von Deichselfieber. Heute möchte ich euch einen Übernachtungsplatz mal zeigen, der an der A1 liegt. Und zwar zwischen Greven und Osnabrück. Genauer gesagt den Campingplatz Regenbogen Tecklenburg. Da ich selber immer auf der Suche bin nach Übernachtungsplätzen näher der Autobahn, wo man auch mit einem Wohnwagen stehen kann, denke ich, dass das für den einen oder anderen Caravaner bestimmt interessant ist. Der Übernachtungsplatz liegt direkt vor dem Campingplatz und ist 8,5 Kilometer von der Autobahn entfernt. Man fährt einfach auf die Schranke zu, sie öffnet automatisch. Beim Verlassen von dem Platz muss man allerdings 15 Euro in so einen Automaten werfen. Dieser schluckt 1 Euro, 2 Euro und 50 Cent Stücke. In dem Preis enthalten sind Strom, Frischwasser und auch die Duschen. Ich war mittags um 12 Uhr da und ich war ganz allein auf dem Platz und konnte mir einen Platz aussuchen. Wo man sich hinstellt, ist eigentlich egal, es ist nichts parzelliert, also ganz frei wie man will. Hier wieder mein obligatorisches Aufbaubild. Ich habe die Satellitenschüssel so ausgerichtet und so hatte ich auch Empfang. Hier mal ein paar Bilder aus der Luft, aus der Vogelperspektive. Das ist das neue Schwimmbad. Das ist im Juli 2019 abgebrannt und seitdem wird es wiederhergestellt bzw. neu gebaut. Und der gute Mann an der Rezi, sehr freundlich übrigens, hat mir gesagt, dass es im Ende August soll das Bad wieder eröffnen. Also auch Sauna, Wellnessbereich und auch ein Außenschwimmbecken soll es geben. Ich war einen Samstag Ende Mai auf dem Campingplatz und wie man sehen kann, ist nicht gerade viel los. Das große Haus in der Mitte ist das Sanitärgebäude 1. Es gibt drei Stück auf diesem großen Campingplatz und wir schauen uns einfach stellvertretend für alle dieses Gebäude einmal an.
Bei den Duschen muss man sagen, man hat 3 Minuten lang heißes Wasser, was man immer mischt mit kaltem Wasser. Man kann aber jederzeit die Uhr stoppen. Wenn die 3 Minuten abgelaufen sind, muss man 2 Minuten warten und dann geht wieder für 3 Minuten heißes Wasser. Interessant ist das Waschen. Man lädt sich eine App runter, WeWash, man registriert sich und dann kann man die Waschmaschine buchen, reservieren, man kriegt eine Benachrichtigung, wann sie fertig ist, wie lange die Maschine noch läuft. Das Ganze wird über eine Kreditkarte abgerechnet und man kriegt auch eine Rechnung zugeschickt. Wie das Ganze funktioniert, ist auch ausführlich erklärt. Auch die Ortungsdienste zulassen, daran erkennt die App, in welchem Gebäude man sich befindet und kann auch dementsprechend die Maschinen buchen. Auf einigen Parzellen sind auch diese Komfortbäder buchbar. Interessant sind die fertigen Vorzelte. Man fährt mit seinem Wohnwagen, Wohnmobil von hinten ganz dicht dran und der Urlaub kann beginnen. Bei einem Vorzelt konnte ich auch mal eben ein bisschen reinfilmen. Man sieht, dass da so Gartenstühle und Tische drin stehen. Also alles fix und fertig. Wer natürlich keinen Wohnwagen oder ein Wohnmobil hat, der kann sich auch hier diese Chalets mieten. Die sind wirklich sehr gepflegt und sehen richtig gut aus. Wer einen Hund seinen eigen nennt, darf ihn selbstverständlich gerne mitbringen. Ich hatte hier eine sehr ruhige Nacht und kann ihn als Übernachtungsplatz nur weiterempfehlen. So wie immer, zum Schluss wird Müll entsorgt. Die Müllstation liegt direkt vor der Schranke. Für mich geht es auch weiter. Ich möchte mir noch einen Campingplatz angucken. Der liegt 30 Kilometer von hier. Vielleicht ist das auch was für eine Übernachtung. Aber das zeige ich dann im nächsten Video. So, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einfach bitte ein Abo da, darüber würde ich mich sehr freuen. Und sonst sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.